Also das Besondere ist natürlich der Antrieb, den wir hier haben. Also das ist einmalig, das gibt es nicht noch einmal. Und Sie haben ein Motorradgefühl, aber gleichzeitig eine Bewegung. Das kann man kaum beschreiben, man muss es fahren. Ja, ich dachte zunächst, ich steige auf ein Fahrrad und habe dann aber gemerkt, dass da ein ganz anderes Tempo dahinter steckt und sich trotzdem so anfühlt, als würde man leicht unbeschwingt Fahrrad fahren und man kommt trotzdem schnell voran. Also ich habe ein gutes Produkt erlebt. Ja, eRocket ist ja eins von vielen Unternehmen, was wir in der Metropolregion Berlin-Brandenburg haben. Und deshalb finde ich es wichtig, dass wir mal alle Unternehmen unter einem Dach und einem Cluster zusammenfassen, eine strategische Ansiedlungspolitik auch darüber hinaus entwickeln für das nächste Jahrzehnt in der Metropolregion Berlin-Brandenburg. Denn hier kann ein echtes Automotive-Cluster entstehen, das Gefährt, das Auto, das Fahrzeug von morgen technologieoffen entwickelt werden. Und genau das wollen wir. Ja, also die Politik kann schon was tun. Wenn man sich nämlich anschaut, wie stark solche Startups derzeit gefördert werden, dann ist da noch ganz viel Luft nach oben. Und deshalb schlagen wir einen Zukunftsfonds für die Metropolregion Berlin-Brandenburg vor, den wir gerne mit 1 Milliarde füllen würden aus beiden Ländern heraus, um damit gezielt Ansiedlungspolitik zu betreiben. So wie das ja jetzt gerade auch auf Bundesebene funktioniert, kann das natürlich auch gerade im Austausch zwischen beiden Ländern Berlin und Brandenburg gut gelingen.